abends heute Morgen in nicht so toller Wetterlage zusammengefunden aus ganz Deutschland, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Ein Missstand, der leider in der politischen Diskussion überhaupt nicht zur Sprache kommt. Wir sind nach der Sichtweise und nach der Darlegung unserer Politiker eine Demokratie, ein Rechtsstaat von Weltgeltung. Das ist eigentlich so übertrieben und so gelogen, dass man es nur noch als Witz bezeichnen kann. Leider ist es so, dass wir seit 60 Jahren mit diesem falschen Bild sind wir großgezogen worden, dass wir einen tollen Rechtsstaat hätten. Und hier überall gibt es solche schönen Gebäude, die Amtsgericht oder Landgericht heißen. Tatsächlich muss man hier sagen, nur die tatsächliche Gerechtigkeit ist das Fundament eines jeden Staates. Nicht irgendwie ein formaler Gerichtsentscheid, der nicht überzeugen kann, der in oft genug sogar die Gesetze verletzt. Das ist nämlich der Hohn, den wir hier festzustellen haben. Die Leute, die Gesetze einzuhalten haben als gerechte Richter, sind diejenigen, die dann oftmals die Gesetze am ärgsten verbiegen, so als ob man sagen könnte, es ist ihre Aufgabe, nicht Recht zu sprechen, sondern Urteile. Und das Schlimme ist, diese Herren Juristen, die verstecken sich auch immer dahinter. Wenn sie mal völlig falsch liegen, dann heißt es ja zu den entsprechend geprellten Klägern, was haben sie denn erwartet? Sie können doch keine Gerechtigkeit hier bei uns erwarten, sie können nur ein Urteil erwarten. Das, liebe Freunde, ist die Perversion des Rechts, die überall hier bei uns gelebt wird, die überall leider als der Normalfall durchgeht. Es ist unglaublich, wie unsere Politiker letztendlich schon den ganzen Karren in den Sumpf gefahren haben. Sie kommen nicht mehr raus, aber was sie konnten ist, dass sie Deutschland total bankrott gemacht haben. Wir sind sozusagen das Sozialamt von Europa. Wir haben noch einige Monate, gucken wir mit der Nase, letztlich bildlich gesprochen, über dem Wasserspiegel, und dann wird uns auch die finanzielle Welle wird uns dann wegspülen, und wir haben eigentlich ein Leben voller Arbeit, das werden wir noch erleben, ist dann einfach umsonst gewesen. Liebe Freunde, dass wir heute hier demonstrieren, hat auch folgenden Sinn. Die Bürger werden durch die Justiz eingeschüchtert. Heute Morgen habe ich mit unseren Freunden, bei denen ich mich bedanken muss, dass sie uns hier beschützen, habe ich gehört, Herr Schmidt, Sie können alles sagen, aber wenn aus der Versammlung irgendwelche Beleidigungen produziert werden, dann müssen wir sofort eingreifen, dann müssen wir hier die Personalien nehmen und so weiter. Ja, soweit sind wir schon gekommen. Wer sich als Bürger hier beschwert, wer sich hier, wer sagt, ich habe Rechte, und die Regierung auf das totale Versagen hinweist, der beleidigt. Und genau heute werden Sie einen Prozess erleben. Ich habe seit 25 Jahren, ist es meine Erfahrung, ich habe es erlebt, dass die Justiz nicht mehr funktioniert. Eine Justiz, die nicht mehr funktioniert, produziert und sichert einen Unrechtsstaat ab. Das habe ich immer wieder zu Papier gebracht. Und deswegen hat man mich vor 27 Jahren vor Gericht gestellt. Und man hat sogar, als man meine Beweise nicht mehr, als man diese Beweise, die ich vorgelegt habe, als man die nicht berücksichtigen wollte, hat man einen Psychiater bestellt,
der, ohne mich je gesehen zu haben, hat er meine Zurechnungsfähigkeit angezweifelt. Das ist wirklich finsterstes Mittelalter, aber genau nach diesem Motto geht dieses Gericht hier weiter vor. Ich habe hier bei meinen Freunden gegenüber der Kreisverwaltung habe ich recht deutlich meine Rechtsposition vertreten und dann hatte die Landrätin nichts Besseres zu tun, als sofort Strafantrag zu stellen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe ich dann einmal, ich sag mal, den Polit-Sumpf, wie ich ihn empfinde und wie ich ihn schon oft genug aufgedeckt habe, habe ich zur Sprache gebracht. Und das ist natürlich für einen Bürger das Schlimmste, was man tun kann. Wenn man hier diese Verbrecherregierung hier letztlich an ihrer Legitimität anzweifelt. Nun, liebe Freunde, ich habe es gemacht. Ich bin noch gar nicht traurig drum. Und es ist eigentlich der Anfang, der längst überfällig war. Denn leider ist es so, wir Deutsche sind so überzeugt von der Regierung, dass sie alles richtig macht, dass sie keinen Rechtsbruch begeht, dass wir da überhaupt nicht mehr nachschauen. Und dann wundern wir uns, wenn es heißt, es wachen, wo der Herr nicht wachet, wachen die Wächter vergebens. Diese Wächter, das sind unsere Politiker, die darauf zu achten hätten, dass alles im Lande nach Recht und Gesetz zugeht, aber sie machen das Gegenteil, sie führen uns in den Ruin. Und das Schlimme ist nur, dass die Presse, die hier diese Machenschaften der Politik aufzugreifen hätte, dass diese Presse mit den Politikern unter einer Decke liegt. Und deswegen müssen wir uns sagen, wer ist denn eigentlich hier der Herr im Haus? Und da kann ich auch nur sagen, wir haben eine Montagsdemonstration. Natürlich ist die Montagsdemonstration von knapp 10 Leuten nicht zu vergleichen mit 100.000 Leuten in Leipzig. Aber es ist ein Anfang, der gemacht worden ist. Es gibt das Schneeballsystem und eigentlich die Politik ist mittlerweile derart ratlos. Und ich kann Ihnen auch eine gute Nachricht noch heute Morgen mit auf den Weg geben. Es hat in einer ganz neuen Umfrage, glaube ich, von der Zeitung, ich habe es Kultur, ist gefragt worden, wie die Deutschen sozusagen politisch, was sie denken und was sie fühlen. Und da kann man sagen, mittlerweile ist also der tumbe deutsche Bürger, der ist in den letzten Jahren, hat er sich doch sehr kundig gemacht. Beispielsweise ist gesagt worden, dass 90% unserer deutschen Bürger alles, was mit das ganze Geschehen vom 9. September 2001, dass die das als eine Machenschaft der Regierung ansehen. Und wenn dem so ist, dann ist sozusagen unsere gesamte Politik steht auf dem Kopf. Wenn nämlich eine Regierung selbst Kriegsereignisse produziert, um dann irgendwie in der Welt Krieg führen zu können, dann ist das natürlich nicht mehr durch die UNO gedeckt und der Krieg in Afghanistan ist ein solcher. Und die deutsche Regierung, die diesem Krieg jetzt beigesprungen ist, hat es nicht völkerrechtlich überprüft, was sie da überhaupt macht. Jemand, der nach unserer Verfassung einen Krieg führt, der einen Krieg, der nicht nach der UNO zulässig ist, führt, ist eigentlich, ja, nach dem Strafgesetz ist er lebenslang zu bestrafen. Das heißt also, liebe Freunde, wenn wir auch die Hälfte unserer deutschen Mitbürger hält unsere Regierung für Kriminelle. Das ist also nicht der schöne Scherz, der öfters mal bei Stadtratssitzungen gemacht wird. Ich behaupte, dass die Hälfte der hier anwesenden Stadträte kriminell sind.
Und dann muss er dann widerrufen, ich widerrufe, dass die Hälfte der Stadtratsabgeordneten hier kriminell sind. Nein, es ist viel, viel schlimmer. Die Deutschen haben längst das Vertrauen zur Regierung verloren. Und im letzten Jahr habe ich den Umschwung selbst erlebt und mitgemacht. Immer, wenn man mal in einem Gasthaus, wo man ganz fremd hinkommt, wenn man da irgendwelche Gespräche führt, kommt es sehr schnell auf die verlotterte Politik zu sprechen. Und hier ist die Hälfte der Deutschen, ist, wenn die der Meinung sind, wir haben Kriminelle als Regierungsvertreter, dann ist ja eigentlich alles gesagt, dann wissen wir, wie weit wir gesunken sind. Und das, liebe Freunde, soll einfach mal jetzt zur Sprache gebracht werden. Noch sind wir ein kleiner Verein, klar, aber mit der weiteren Erwärmung, wir werden nur für schönes Wetter sorgen und dann hier vor diesem Amtsgericht in Wittlich, ich habe den Eindruck, dass also hier noch ein ganz gesunder, brauner Sumpf und ein ganz, ja, dass das also hier der Odem weht aus vergangener Zeit, wo es nicht um Recht und Gerechtigkeit geht, sondern wo es nur darum geht, der Staatsgewalt immer hier Gehör zu verschaffen, notfalls durch ein Strafurteil. Also wir sind politisch gesehen, stehen wir wieder ganz am Anfang. Wir haben keine Demokratie, wie viele, viele Professoren sagen. Wir haben keinen Rechtsstaat. Alles, auf das wir stolz sein könnten oder vielleicht bis vor 10 Jahren noch sogar stolz waren, ist alles das ist Schall und Rauch und das muss mal gesagt werden. Ich bedanke mich insbesondere bei den Weitgereisten, hier bei den lieben vierpfotigen Freunden und den beiden Führern. Ich denke, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich darf mich gleich mal hier bei dem Gericht mal zeigen. Ich habe da einen Antrag gestellt auf Befangenheit. Das heißt, ich kann Ihnen heute höchstwahrscheinlich keine längere Gerichtsverhandlung bieten, denn die werden also schnell dann die Akten zusammenklappen und dann über die Befangenheit entscheiden. Dann würde ich sagen, dann könnten wir uns, wenn dem so ist, dann könnten wir uns noch danach wärmen. Ich habe also hier versucht, in der Nähe ein entsprechendes Café zu finden. War nicht. Nee, aber ich habe, wenn wir jetzt aus Wittlich rausfahren, da haben wir ein McDonald's oder wie heißt es? Dann haben wir einen McDonald's und dann haben wir eben, da können wir uns mit einem heißen Kaffee und wer eben noch eine große Strecke hat, auch gerne mehr, können wir uns dann verproviantieren. Jedenfalls, wir haben einen Anfang gemacht, wir haben eine illegale Staatsmacht, denn die Staatsmacht geht vom Volke aus, was aber hier beispielsweise praktiziert wird. Es gibt keinen vom Volk gewählten Staatsanwalt, es gibt keinen vom Volk gewählten Richter und von daher können wir auch nur sagen, wenn das Volk nicht seine eigenen Rechte auch einfordert, dann hat es eben Pech gehabt. Und wir wollen jetzt dem Volk zeigen, welche Rechte es hat und wohin die demokratische Reise zu unserer aller Vorteil gehen kann und zu unserer aller Schaden bis jetzt gegangen ist. Ich danke euch. Ja, ja. So, also, ich werde mich jetzt mal... Ich sag also, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen. Unterbrechen wir mal kurz. Oder so. Wir unterbrechen kurz und ich
lade Sie herzlich ein. Ich mache die Presse. Ich mache Medienberichterstattungen. Ich mache Medienberichterstattungen.